Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, im letzten Part, da haben wir die Nervenziege gefunden. Und wir haben den Bumerang bekommen. So, den benutzen wir auch gleich. So, sehr schön. Hat was gebracht und du darfst nicht davon gehen hier. Oder war das nur ich? Oha, schnell. Mensch. Verdammt. Und? Gleich der nächste. Ah, Mist. Was war das? Verdammt. Oh, Mist. Das lief gerade nicht so toll. Den haben wir erwischt. Sehr gut. Ups. Das sollten wir eigentlich nicht so oft tun, glaube ich. Die Prinzessin rumwerfen. Oh. Können wir jetzt eigentlich in der Mitte durch? Oder eher nicht? Scheint nicht so. Vorsicht, Link. Dieses blaue, schleimige Ding ist voller elektrischer Energie. Moment. Autsch! Ich wollte auch nur gucken. Okay, da kommen wir scheinbar nicht durch. Dann kommen wir da scheinbar auch gar nicht durch erstmal. Und hier kann man ja nur das denn Dings bekommen. Und durch in die anderen Gänge, die waren auch so mit so einem schleimigen Ding irgendwie. Voll. Schnell! Warte, warte, warte. Eine große Zappelqualle. Sie verteilt Stromschläge. Willst du sie zerstören, benutze keinen metallischen Gegenstand. Ui. Navi, wir haben es verstanden. Und auch, wie wir die kaputt kriegen. Hoffentlich. Zumindest. Oh, die ist hartnäckig. Die ist sehr hartnäckig. Hm, vielleicht sollten wir wieder kurz runter erstmal. Autsch. Okay, hätten wir vielleicht nicht ganz so machen sollen, aber gut. hier war ich noch nicht drin. Oh. Autsch. Oh, das Ding kann ich aber immerhin beruhigen. Ups, aua. Oh, habe ich das gerade besiegt? Oh Mann! Hör auf, mich runterzuschubsen! Da, bitteschön. Oh, okay, ich habe die besiegt. Komm mit. Prinzessin, komm mit. Also, da kamen wir dann erst hier hin. Oh. Und eine Fee. Oh, jetzt hab ich sie doch. Fee, komm her. Ups. Oh Mann, das kann jetzt nicht der Ernst sein. Oh Link, was soll das? Du musst doch die Prinzessin holen. Da drüben ist sie, komm. Oh. Und jetzt macht das schon wieder hier Randale. Oh. Aber immerhin können wir es beruhigen. Sehr schön. Und immerhin konnten wir uns da jetzt eine Fee holen. Wir waren nämlich schon halb tot. Okay, Moment. Bumm, geh kaputt. Haha. Andere? Kommen die kommen denen auch in Reichweite, sehr schön. Was sonst? Scheint hier nichts zu sein. Oder? Ach, da hinten ist eine goldene Skulptur da. Oh, können wir mit ihr nicht klettern? Ach so. Oh. Bin ich da jetzt eine doofe Stelle hin?
Bringt es was, wenn ich sie stehen lasse? Sitzen das? Verdammt! Bumerang, warum machst du nichts? Ich drücke zum Bumerang und das andere Ding öffnet sich. Oh, schlimm. Komm mit. Vielleicht finden wir noch einen anderen Ausweg. War zwar jetzt doof, was ich hier gemacht habe. Aber gut, vielleicht verschwindet sie ja wieder. Wenn ich nach oben gehe. Vielleicht ist er dann schon oben von selber. Und jammert wiederum. Mimi. Kann man ja nicht wissen. Weil ich weiß sonst nicht, wie ich da hochkommen soll. Das hört sich sehr gefährlich an. Und scheint es auch zu sein. Verdammt. So, geh weg. Und da ist es schon wieder. Toll. Wie kam die schneller hoch als ich? Oh, da ist was runtergefallen. Komm her. Komm her. Boing. Die Prinzessin ist echt ein bisschen gruselig. Die ist schneller als ich. Komm wieder her. Bla bla bla, warum lässt du mich einfach alleine? Mimi. Warum nicht? So, vielleicht kriegt man die ja jetzt down. Ah, okay. Und dann mit dem Schwert drauf. Ups. Und dann kommen zwei solche raus. Oh Mann, markier die doch jetzt endlich. Mit dem Bumerang. Hier. Mensch, schwere Geburt. Ganz, ganz schwere. Vielleicht kommen wir ja hier irgendwo hin. Ups. Da kommen wir immerhin zu der Skulptur da. Ups. Das Viech habe ich übersehen. So. Oh. Hallo. Goldene Skulptulla. Oder auch nicht. Hallo. Bam. Hol mir mal bitte das Symbol. Danke. Oh, schon wieder. Na, die kriegen wir jetzt aber auch platt. Da guckt er jetzt. Bumerang! Gleich zwei Stücke beieinander, das ist ja sehr schön. So, sollen wir dich wieder hier sitzen lassen? Ja, lass mal dich hier wieder sitzen. Kann selber hochklettern. Blöde Kuh! Ja, ich finde die total zickig, ich mag die nicht so. Wahrscheinlich wird die noch lieb, aber die wird jetzt wahrscheinlich eh schon wieder oben sein. Kann ich mir jetzt gut vorstellen. Und dann müssen wir erstmal zurück. Wo wir eigentlich umgeeiert sind. Oh, falscher Knopf. Bitteschön. Meine Güte. Will der jetzt endlich mal hier angreifen? Ja, bitteschön. Oho. Wo sind die Items gerade hingeflogen? Oh, der kriege ich sie ja nicht. Toll. Mimi, jammert. Oh, Mimi. Da kommt auch gleich die Runde. So. Und wenn wir das jetzt schon rausgefunden haben, können wir das auch gleich so machen. Haha. Oh, verdammt. Wo gucke ich denn hin? Ja, toll. Und die zweite, bitte. Boah. Die sind ja nervig, die Viecher. Die sind ja richtig nervig. Ja. Findest du auch, ne? Dass sie richtig nervig sind. War es schon wieder nicht erwischt. Toll.
Da sind wir in dem schleimigen Gang, der sich irgendwie total komisch bewegt. Oh, verdammt. Und nochmal einer. Oder auch nicht. Wir haben gleich zwei auf einmal kaputt gemacht. Hier, bitteschön. Verreck jetzt, du scheiß Mistviech. Prinzessin, seid ihr soweit? Was haben wir da eigentlich nochmal geschafft, als wir das Ding besiegt haben? Oh, macht das Viech jetzt kaputt? Geht doch. Meine Güte. Man kann sich auch anstellen, Link. Hallo, Prinzessin. Geht doch. Oh, ich will die Rubine noch. Mann, ich bin überfordert. Ach, hier ist jetzt frei. Das rote, schleimige Ding ist fort. Es verschwand, als du den Tentakel zerstört hast. Ob das bei den anderen auch funktioniert? Oh, aber gut zu wissen. Dass da doch weiter ging. Oh. Ja, mach doch! Oh, wo guckst du denn hin? Ja, Mensch. Oh, ich bin leicht überfordert gerade. Autsch. Ich habe jetzt keine Zeit, auf Items zu achten. Los. Oh, Gott sei Dank. Noch gerade so irgendwie geschafft. Und eine Truhe erscheint. Huah! Warum muss es auch eine Zeitbegrenzung haben? Holen wir uns mal die Items hier. Und die Truhe. Was haben wir denn hier? Ja? Will das Ding mir verraten, was es dort in sich hat? Und? Ah, oh, der Kompass. Sehr schön. Sonst ist hier aber nichts mehr, oder? Außer die Prinzessin, die im Eingang wartet und rumjammert. Komm mit. Wir müssen leider gucken, wo wir hin müssen. Vielleicht ist woanders jetzt auch der Gang frei. Das ist gerade irgendwie... Bitteschön! Komm her, Prinzessin. Oh, warum kann die Prinzessin hier eigentlich stehen bleiben und wir nicht? Ups. Warum schon wieder? Und der nächste. Hoho, hoho. Komm mit. Wir müssen weiter. Das Ding ist noch da. Ach, mach das Viech jetzt kaputt. Mensch. Wo ist die Prinzessin da? Komm her. Aber wenn die in diesem rutschigen Ding steht, ne? Dann, ja. Ach, da ist auch nichts mehr. Oh, dann ist er gleich weiter. Oh, schon wieder so ein Ding. Bam. Ah, sind da... Ne, sah gerade nur so aus, als ob da Löcher im Boden sein. Schnell weg hier. Hallo, komm wieder runter. Das Ding ist ganz aggressiv. Die sind richtig aggressiv heute. Und ich bin so still, weil ich so konzentriert bin. Das ist gar nicht schön. Bitte verzeiht mir, dass ich heute so ein bisschen schweigsam bin zwischendurch. Ich bin so ultra konzentriert auf das... Das sah nicht so lecker aus. Aber es hat was gebracht. Zumindest hier hat es was gebracht. Kommst du mit? Ja? Oder soll ich dich wieder stehen lassen? Ach, jetzt sind die Viecher schon wieder da. Bam. Geht doch. Hallo? Herzchen? Ach, die Viecher sind auch schon wieder da.
Magst du mal jetzt verrecken, du blödes Mistviech? Oh! Erwisch es doch jetzt endlich. Oh, das ging aber schnell. Komm mit, Prinzessin. Wir haben, glaube ich, jetzt das Viech da drüben besiegt und jetzt kommen wir da durch. Ja, wir kommen weiter. Wir haben Fortschritt. Yay, und das schaffe ich ganz alleine. Oh. Oh Gott, erstmal die anderen Viecher aus dem Weg räumen. Was machst du? Oh no! Oh yeah! So, erstmal die Quallen aus dem Weg räumen. Die stören mich ein bisschen. Komm, räum erstmal die Quallen aus dem Weg, Link! Komm, du kannst es. Wenn du mal richtig zielst. Sehr schön. Prinzessin Ruto, ihr bleibt hier. Hey! Noch so ein ekliges Vieh! Wow, was... Wenn ich sowas in meinem Körper hätte, würde ich... Wow. Das würde ich operativ entfernen, das ist ja widerlich. Wahrscheinlich sind es irgendwelche Parasiten, die der in sich hat. Der Lord Yabu Yabu. Ich glaube nämlich nicht, dass das normal ist, was der da in seinem Bauch hat. Das scheint nicht normal zu sein. Kommt mit. Weiß zwar nicht, wo das jetzt was gebracht hat, aber... Scheinbar hat es ja irgendwo etwas gebracht. Und ihr könnt mich jetzt mal... Also da drüben ist nichts mehr, wo wir weiter können. Da müsste es eigentlich hier sein. Ja. Und hier ist etwas weg. Ah. Ja. Komm nur wieder raus. Ich mach dich eh platt. Ah. Autsch. Nicht gut, nicht gut. Aber wir kriegen die Dinger trotzdem noch. Ja. Können wir da jetzt runter? Scheint so. Oh. Und da geht's weiter. Endlich, endlich. Wir kommen weiter. Oh Gott. Ah! Da ist der Stein. Da ist er! Danach habe ich gesucht. Wirf mich auf die Plattform. Ob das so eine gute Idee ist, aber gut. Der Stein ist voll schön. Ich finde eh, das sieht voll komisch aussieht. Was denkt ihr darüber? Und jetzt wird sie wahrscheinlich verschluckt. Prinzessin Ruto hat den heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Ruto? Gott sei Dank, endlich! Was? Der Stein von meiner Mama. Als ich Lord Yabu Yabu gefüttert habe, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. Aber jetzt habe ich ihn wieder. Und kein Heimgehen. Bring mich jetzt schnell heim. Aber wie? Oh mein Gott, nein! Was soll denn das jetzt? Was ist das denn? Ein Oktopus? Oh, na toll. Und der hat jetzt wahrscheinlich Prinzessin Ruto oh Gott. Verspeist. Schwimmt der hier rum oder was? Scheinbar. Boah, Link rennt doch mal gescheit. Kann man ja nicht angehen hier. Autsch, da bin ich zu weit reingelaufen. Hallo? Ah! Muss ich vielleicht irgendwas machen? Au. Ah. Bin ganz leicht überfordert. Schon wieder. Wie jedes Mal bei Endgegner. Ich
Wenn ich wenigstens irgendwo hoch könnte, aber nein. Oh, dann laufen wir mal in die andere Richtung. Ernsthaft jetzt? Der hat jetzt auch die Richtung gewechselt. Oh, toll. Laufen wir mal mehr innen, sonst erwischen wir das Ding wahrscheinlich nie. Aber die Stacheln sollten wir trotzdem nicht erwischen. Okay, okay. Ich sehe immer nur das Platschen, Platschen, Platschen. Jetzt sehe ich das Viech. Aber ob mir das jetzt was bringt? Hier wartet ein Grozokto. Gib ihm den Bumerang 1 auf die Nase und attackiere sein Hinterteil. Ach so. Muss ich warten, bis der rüberkommt? Moment. Wie lange bleibt der denn so? Wahrscheinlich nicht lang, nee. Ah! Verdammt. So, dann muss ich warten, bis der wieder darüber kommt und dann... Ja, kommst du mal wieder her? Ach so, auf sein Hinterteil. Ah, verdammt. Ach so, jetzt habe ich es gesehen. Oh, Navi, willst du mal wieder zu ihm hin? Autsch! Er war echt zu langsam. Oh! Verdammt. Ah! Aua! Der macht mich noch tot. Und? Oh, ob das noch trifft? Ich glaube eher nicht. Das erwische ich jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich kommt er jetzt wieder die andere Richtung. Ja. Oh, verdammt. Oh Mann! Ich bin immer zu langsam. Komm auf. Und nochmal. Autsch, das hat weh. Beweg dich! Andere Richtung. Oh oh. Ah, oh, verdammt! Komm her. Komm her, ich bin direkt hinter dir. Und ich sollte mal besser kurz mir die Fee holen. Ja, wäre glaube ich besser. Komm, Fee. Auf geht's. Oh, guck nicht noch lang nach der Fee, guck nach vorne. Ich sag doch, guck nach vorne, meine Fresse. Boy, der guckt echt immer erst ewig rum. Okay, ein bisschen weiter weg. Ah, der kommt sicher gleich wieder hier lang. Nee, oh, der wird schneller. Das ist aber nicht so toll. Komm her, ich erwisch dich noch mit dem Bumerang. Oh, Navi, ich hab dich jetzt gar nicht gefragt. Toll. Aua. Was hatte ich denn so schön und dann... Oh, Mist. Mist. Ja, komm halt her. Und wieder zu spät. Aber immerhin haben wir jetzt bekommen, dass es sich umdreht. Und können ihn wieder wunderschön attackieren. Oh oh. Oh, was macht der? Irgendwas hat er freigelassen. Herzchen auf jeden Fall. Herzchen! Oh Gott, ey. Der Kampf hat mich leicht überfordert erstmal. Ah, leicht überfordert. Ich sollte am besten einfach Navi fragen. Erstmal, bevor wir was anderes machen, machen wir Krüge kaputt, würde ich sagen. Also das ist ja... Manchmal sind die Gegner schon schlimm. Ich weiß, dass es in Zelda häufiger so ist, dass man das Dungeon-Item meistens benutzen muss. Von daher, in der Richtung ist es nicht allzu schwer, aber
da aufzupassen, dass man nicht in die Stacheldinger fällt oder rennt und gleichzeitig nach diesem Monster zu gucken, das ist echt ein bisschen schwer. Oh, komm halt her. Oh, weißt du was? Dann mache ich es halt erstmal so. Komm, stirb. So. Ich bin kaputt. Monster sind scheiße. Monster sind richtig scheiße teilweise. Aber das Spiel ist irgendwie ganz lustig. Komm. So, und du jetzt auch noch. Bevor das hier wieder losgeht. Es kann gleich wieder losgehen. Jeden Moment. Ich sehe es schon kommen. Komm, stehe ich drauf. Geht's wieder rund hier. Oh. Wo ist denn Prinzessin Ruto? Oh. Oh Gott. Achso. Hallo? Ding, 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 ding. Aha. Wie? Schon wieder. Oh, ist sie irgendwo anders? Oder ist sie hier ist? Irgendwo? Müssen wir sie mal gucken. Ah! Flopperblasen! Flopperblasen! Hör auf! Klappe! Oder auch nicht. Toll. Boah, halt die Klappe. Halt bloß die Klappe, Navi! Ups. Ich habe ja die Steinschleuder nicht mehr drin. Das muss mir aber auch erstmal einfallen. Immerhin haben wir es jetzt erwischt. Ach, die ist doch woanders. Wo ist denn die Scheißprinzessin? Ich überziehe hier schon wieder total. Ist sie schon wieder hier? Oder ist sie schon rausgekommen? Aber nee, da gibt es doch noch einen Raum, wo wir hin müssen. Wo wir nur mit ihr hinkommen. Hä? 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 Was soll denn das? Ach Mensch. Boah, ich habe jetzt gleich gar keinen Bock mehr zu suchen. Ich wollte die eigentlich nur noch schnappen und raus, aber scheinbar mag sie nicht. Das kriegt man ja nur. Und das geht ja gleich wieder zu. Ja. Na gut. Ich werde an dieser Stelle einen kleinen Schnitt machen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.